war doch auf der Seite vom Lager. Also von unserem Balkon. Bin ich bestimmt schon dran vorbeigerannt. Also da vorne, sozusagen. Da sind wir fertig geworden. Ja, stimmt, ich wollte ja hier ansetzen. Oh, Mann. Seht euch den verpeilten Typen wieder mal an. Toll, das Holz wird wieder mal nicht reichen. Also nicht mal annähernd. Nicht mal ein bisschen. Das stresst mich jetzt ein bisschen. Tja, das kommt davon, wenn man mal so groß bauen will. Zack, und das war's schon wieder. Super. Aber ich wollte jetzt die Reihe wenigstens noch fertig machen. Also müssen wir wohl an unser letztes Stack. So. Also setzen wir hier die Half Steps wieder hin. Dann kommt hier wieder Holz hin. Ach nee. Ich hätte das Dach echt aus Stein bauen sollen. Das wäre viel einfacher. Aber dann haben wir keinen Kontrast drin. Das wäre doof. Das war's. Sehr schön. Axt. Wir ja trotzdem wenigstens schon mal so weitermachen hier. So vielleicht nicht. So. Nein. Oh. Mich das nervt. Okay, machen wir das Ganze mal ein bisschen vorsichtiger. Wir haben ja auch Zeit. Das sage ich, glaube ich, auch jedes Mal. Ist das ätzend. So. Ich gebe es auf. So. So, 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 so. So, dann muss hier einer frei bleiben. Also das Holz setzen wir hier auf jeden Fall noch hin. Ich habe zwar noch keine Ahnung, wie wir denn wieder hochkommen. Aber die Half-Steps werden ja auch nicht reichen. Von daher, was soll es? Überall liegen jetzt hier Half-Steps rum. Na toll. Die müssen wir dann erstmal wieder alle zusammensammeln. Jeder Half-Step zählt. Die sind wichtig. So. Und so. Und das war's. Man könnte natürlich alternativ auch Treppen nehmen. Aber es wäre zu einfach. So, hier liegen noch welche. Da hinten lag noch einer. Also oben. Verdammt. So. Machen wir einen Schwenk hier hin und da ist er. Oh, es sind sogar noch mehrere. Gucken, wenn wir, vielleicht haben wir so schlampig gearbeitet, dass wir nochmal einen Stack zusammenkriegen. Das wäre ja natürlich der Hammer. So. Dann können wir hier zumindest schon mal das Glas fertig machen. Hier sind auch gar keine Fackeln dran, ne? Sehe ich gerade. Na. So. Die Erde kommt ja dann eh weg, dann kann man durch das Fenster auch durchgucken. Und fertig. Das müsste es ja dann theoretisch gewesen sein. Mit dem Glas. Überall schweben Blöcke rum. Kommen wir hier so ran. Sehr gut. Nein. 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 Oh. Jetzt liegen wir da oben drauf, oder was? Ach nee. Und da hinten kommen wir, glaube ich, nicht ran. Nee. Na gut. Schade, schade. Aber das ist dann wohl so. Dann machen wir einfach hier noch einen dran. So. Problem gelöst.
dann können wir auf jeden Fall wieder Holz sammeln gehen. Toll. Hammer. Aber bevor wir das machen, kümmern wir uns zwar erstmal noch um was anderes. Nämlich eine Treppe, damit wir nicht jedes Mal außen rumlaufen müssen. So, was haben wir denn hier noch? Schön, Mensch. Diamanten. Ach, wir haben ja noch den Bogen hier gefunden. Haben wir echt eine Menge. So, und so viel Glas haben wir jetzt gar nicht mehr gebraucht. Können wir dann auf in die Kiste hauen hier. Genau, in die hier. So. Und dann muss ich kurz überlegen. Können wir mal einen Apfel essen? Einfach so. Die alle behalten wir erstmal. Hier ist noch. Kies schleppen wir gar nicht mit uns rum. Hier ist noch eine leere Kiste. Eimer, unsere Diamantspitzhacke. Wo wir uns dann auch bald eine neue von machen können. Hier ist gar nichts mehr drin. Hier unten. Da musste noch Kohle rein. Kümmern wir uns natürlich sofort drum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und den Rest hauen wir da rein. So. Irgendwas verzaubern? Nö. Eigentlich nicht. Ich meine hier, zack. Effizienz und Haltbarkeit. Ach so, na schön. Aber wir können uns ja mal... Nee, ich würde sagen, wir machen erst den Verzauberungsraum. Den können wir eigentlich auch hier unten reinballern. Den können wir jetzt... Komm, wir fangen den jetzt einfach mal an. Hier ist eh ein Hohlraum, na sehr schön. Und eine Fackel. So viel Platz brauchen wir, glaube ich, auch gar nicht. Aber da habe ich schon wieder eine andere Idee. Ich meine, das soll ja nun auch nicht so 0815 mäßig sein. Da möchte ich ja schon ein bisschen mehr haben. Aber wir können erstmal den Raum so hinsetzen. Damit wir hier unseren Kram verzaubern können. Und dann sehen wir weiter. Dann wollen wir es gar nicht so weit ausbauen. Dann kommt nämlich hier... Der Boden kommt eh raus, also Erde kommt raus. Und dann könnten wir hier ja mal... Da muss ja auch auf jeden Fall wieder Holz rein. Außer wahrscheinlich dort. Aber wir haben kein Holz mehr, ne? Ist doch kacke. Aber wir haben ja eine Holzkiste hier. Ach ne, die Holzkiste war ja leer. Okay, wir gehen doch pennen und sammeln dann nochmal ein bisschen Holz. Aber nicht ganz so viel, nur ein Klecks. Weil ich habe jetzt erstmal die Schnauze voll vom Holzhacken hier. Weil in jeder Aufnahme müssen wir erstmal Holzhacken gehen. Und das ist schon ein bisschen ärgerlich. Aber nur ein bisschen. Wie ich dieses Lied hasse. So. Ich vergesse es auch immer wieder, dieses Lied zu löschen. Mann. So. Dann machen wir uns mal hier an den Baum. Also nur an den hier. Unsere Zuckerrohrfarm, die wächst und gedeiht auch. Und ich glaube, das müsste ja schon reichen hier. 20 Holz, zack. Na ja, lassen wir mal noch ein bisschen wachsen. Und ich weiß gar nicht, ob wir jetzt hiervon überhaupt noch was brauchen. Weil Bücher und so weiter haben wir jetzt hier genug. Aber fällt mir noch was anderes ein. Wir brauchen noch mehr Holz. Wir müssen ja noch ein paar Bücherregale machen. Weil wir haben zwar schön Bücherregale zerlegt, aber also in dem Dorf, aber da sind ja trotzdem nur Bücher rausgekommen und keine ganzen Regale. Das heißt, wir brauchen mehr. Mehr Holz. Bin ich doch wieder beim Holzhacken, wo ich ja überhaupt keine Lust drauf hatte. Dann hauen wir mit der Fackel alles kaputt. Gut, ist aber nichts weiter. Mischbaum. So. Komm, den Baum hier nehmen wir noch mit. Also komplett so wie er ist.
wie so einen Weihnachtsbaum tragen wir die dann nach Hause. So eine Eiche. So, das reicht jetzt aber wirklich. Hoffe ich. Aber die Setzlinge, die hauen wir auf jeden Fall wieder hin. Ihr wisst ja, wir haben ja hier momentan echt einen Baummangel. So. Jetzt mal hier noch einen hin. Und 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 dann war's das. Kohle. Ey, die Kohle lassen wir jetzt da. Ich weiß, die Schnauze voll von Kohle, von Holz, von allem. Ich mache jetzt einfach mal irgendwas Lustiges, irgendwas Neues. Wie zum Beispiel den Verzauberungsbaum. Baum. Genau. Wir bauen den Verzauberungsbaum. Och nee, ey. Lieber Herr Fancy, warum labern Sie eigentlich immer so viel Kacker? So. Wir ziehen mal eine Leine. So. Und dann kommt er hier drumherum. Ja, doch. So. Hier drumherum kommt dann Holz. So. Das Holz kann raus. Und da setzen wir dann einfach Pflasterstein wieder hin. So. Hier. Friss oder stirb. Da kommen dann... Das war falsch. Nein, das war richtig. Verdammt. Also das bleibt. Und dann kommt das Ganze. Ja, man muss immer ein bisschen umdenken jetzt hier. So, man kommt dann hier so rein. Das heißt, das Holzstück hier kann raus. Ach komm, wir lassen es einfach drinnen. Dann kommt das hier noch alles raus. Diese wunderschöne Wand. Hier, das kommt auch weg. So. Und ich weiß gar nicht, müssen denn die Bücherregale so auch hin? Nee, eigentlich nicht, oder? Ich bin gerade maximum verwirrt. Ich bin maximum verwirrt. Wir setzen hier erstmal Pflasterstein rein. So. Dann holen wir mal den Verzauberungskollegen hierher. Der steht ja da drüben. Und dann hier die Bücher, das Leder, die Bücherregale. Das Papier. Und dann machen wir daraus auf jeden Fall noch ein paar mehr Bücherregale. Wo ist denn jetzt hier Papier? Ja, super. Verdammt. So. Nein, das war falsch. Oh. Ich glaube, das war dann so mit dem Leder. Genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zack, dann haben wir hier nochmal 28 Bücher. Und so. Und so. Und so. Wie viele Bücherregale haben wir jetzt? 19. 19 könnten reichen. Ich hoffe es. So, dann kommen nämlich hier so Bücherregale hin. Dort hinten in die Ecke müssten keine rein. Da machen wir einen Pflasterstein hin. So. Zack, zack, zack. Hier dicht. Nein, hier nicht dicht. Ach Gott, ey. Oder warte mal, halt. Nein, doch. Nein, doch. Oh. Kriegen wir da wieder Bücher raus. Das ist doch am... Oh, nee. Ich kotze im Dreieck. Aber waren genug. Das passt. So. Dann kommt hier nämlich noch... nochmal Holz hin. Jetzt habe ich es auch raus. So. Das heißt, hier kommen auch nochmal Bücherregale hin. Hier kommen Bücherregale hin. Hier Bücherregale. Hier Bücherregale. So. Hier die Erde raus.
Und dann kommen hier nochmal Bücherregale drumherum. Dann kommt hier in der Mitte der Zaubertisch hin und dann ist das Ding erledigt. So, die Ecken sind ausgefüllt. Dann müssen wir sowas in die Decke angleichen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall Leder besorgen. Oh, wie ich das hasse. Das geht mir so auf den Senkel. Könnte ich mich einfach nur drüber aufregen, verdammte Axt. Holz. So. Ja, Papier haben wir jetzt, Zuckerrohr haben wir nun auch noch einiges. Aber wir haben halt noch nicht genügend, Leder. Und Leder, wir hatten echt nur 8 Leder, ist doch kacke. Aber wir gucken jetzt einfach mal, ich werde mir jetzt einfach mal den Verzauberungstisch schnappen. Zack. Dann können wir den ja schon mal dahin packen. So. So, was haben wir denn hier? Oh, wir haben schon die vollen 30 Level, das ist ja schon mal auf jeden Fall geil. Das heißt, wir können den so gesehen schon nutzen. Wir können ihn nutzen, den Verzauberungsraum. Dann machen wir das auch. Wir werden uns jetzt einfach mal völlig random eine neue Spitzhacke gönnen. 1, 2, 3. Sticks haben wir noch. Und dann hoffe ich einfach mal...